Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen schönen Start ins Wochenende, eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und mir ist warm. Nein, darum geht's aber nicht. Ich nehme dich mit in meine kleine Auszeit. Ich packe nämlich jetzt gerade mein frisches Paket aus. Meine Pinkbox ist gekommen. Tada, da ist sie. Ganz genau. Wieder im ganz normalen Design. Manchmal haben wir ja so ein bisschen Special Editions hier. Oh, ich dachte, ich schaffe es mit den Haaren vorne die ganze Zeit, aber Leute, ich schmelze. Ich habe noch Restwärme aus Spanien in mir. Frisch aus dem Urlaub. Oh, ja, so schön. Und ihr seht mich jetzt die ganze Zeit hier wedeln. Nein, seht ihr nicht, ich höre auf. Also, meine Pinkbox ist angekommen. Nochmal räuspern, jetzt geht's los. Die Pinkbox bekommen wir monatlich. Ihr wisst alle Bescheid. Ich muss ehrlich sagen, ich habe angefangen im April oder März mit der Pinkbox. Vorher war das gar nicht meins, weil ich immer dachte, das ist so mädchenhaft, so girly-wirly und nur Drogerieprodukte, was eigentlich ganz cool ist, weil man es dann halt locker auch nachkaufen kann und nicht immer nur so High-End-Marken hat, an die man sonst gar nicht rankommt. Und dann hatte ich die Welcome Nature Box, glaube ich. Verlinke ich euch mal hier oben. Fand die so toll. Habe das gesehen bei Hannis Dies und Das Kanal. Und habe sie mir dann bestellt. Und seitdem bin ich irgendwie dabei. Seitdem muss ich sagen, geht sie bergauf. Sie wird immer besser. Also es gibt Boxen, die haben sich irgendwie nach unten entwickelt. Ich habe jetzt auch welche am entabonniert. Deabonniert, so heißt das. Aber bei der Pinkbox bin ich überrascht, irgendwie wird es besser. Also ich habe das Gefühl, die Sachen werden hochwertiger. Es geht ein bisschen weg von diesem Girly, sondern es wird auch was für mich. Ich brauche nicht immer alles in Pink und so. Und irgendwie klappt das. Also ich bin mal gespannt, wie es jetzt ist. Aber die letzten Monate dachte ich so, wow, ne? Krass, sehr cool. Schönes Intro. Kurzes Intro. Was für euch wichtig ist, sie kostet im Monat 14,90 € glaube ich. Wenn nicht, doch. Denke 14,90 €, genau. Ihr könnt die abonnieren, ihr könnt die unten über meinen Link auch. Nee, wie war das denn? Wartet mal, ich erzähle euch Scheiß. Das darf ich nicht sagen auf YouTube. Also, es gibt unten einen Link, der kommt ja auf die Pinkbox. Aber wenn ihr einen Rabatt haben wollt auf eure erste Box, also nur 9,90 € zahlen statt 14,90 €, müsst ihr mir über Instagram schreiben. Hier, ich heiße auch Dani Mavi. Und dann schicke ich euch quasi meine Einladung und dann könnt ihr damit 5 € sparen. Es ist kompliziert, keiner weiß warum, aber so müssen wir es machen. Also auf dem Link unten könnt ihr gerne mal schauen, was es, wie es so aussieht bei der Pinkbox, ob es gerade irgendwelche anderen Angebote gibt oder auch nicht. Und wenn ihr sie bestellen wollt, schreibt mir gerne über Instagram. Dann schicke ich euch die Einladung zu und damit zahlt ihr dann nur 9,90 €. Und ich habe zu tief eingeatmet. Kennt ihr das? Egal. Wir packen sie jetzt mal aus, die Pinkbox August. Hier ist unser Deckel. Na, da bin ich. Na toll. Du bist wichtig, aber jetzt. Er will diesmal nicht. Das gibt's doch nicht. Nee, er will nicht stehen. Es tut mir leid, Leute. Kurze Trinkpause. So, da sind wir wieder. Das Ding steht. Ich habe mir hier Sprudelwasser in mein schönes. Guck mal, ich liebe es, ne? Mein, was ist das? Sektwein-Hugo-Glas getan. Es schimmert so in Regenbogenfarben, seht ihr das? Je nachdem, wo man. Na egal. Wunderschön. Tada, ich liebe es. Und da packe ich mir dann gerne mal, auch während der Arbeit, einfach mal eine Schorle rein oder ein Wasser oder sonst was. Und dann hast du so ein bisschen Feierabendgefühl, so ein bisschen Urlaubsgefühl, ne? So, jetzt haben wir was zu trinken. Hier ist unsere Pinkbox und wir schauen rein. Schönstes Geräusch ever. Da ist sie. Oh, das ist ein Bus. Was haben wir denn für ein Motto? Roadtrip. Ah, das passt jetzt zum Bus, ne? Roadtrip. Jetzt QR-Code scannen und das digitale Magazin zur Box aufrufen. Machen wir, machen wir, machen wir. Was haben wir denn hier noch? 5 € Gutscheine. Der Gutschein ist bis zum 30.09. gültig. 5 € Gutscheincode. Okay. Ich gucke nochmal genau, was das ist, dann blende ich es euch ein.
Ob das jetzt dieses normale Freunde werden Freunde-Ding ist, aber es sieht halt irgendwie anders aus. Wir schauen mal. Scannen. Pinkbox. Los geht's. Roadtrip. Ach, ihr seht mich immer nur von hinten, das ist doch blöd, ne? So, ich bleibe jetzt hier vorne. Wer hinten nicht stehen will, hat Pech gehabt. Sind Sie sicher? Ja, ich bin sehr sicher. Okay, also wir haben jetzt hier unseren Flyer, ein kleines Editorial, also quasi so ein Gruß von der Redaktion. Editorial kennen wir alle, ne? Ich komme jetzt ein bisschen runter und fange mal an. Als erstes haben wir, bin ich jetzt richtig? Ah, hier gibt es so viel. Ich will eigentlich schon in der Reihenfolge das machen, wie es hier im Editorial ist, an dem Flyer. Deshalb gucke ich immer so grob. Jetzt habe ich so weiß-rot gesehen, also habe ich für euch rausgesucht. Das hier, erstes Produkt. Tint. Liquid, ne, Lucid Multistick. Lip, Cheek and Eye. Aha, okay. Also wir starten mit Make-up. Das ist ein Lippenstift. Oh, schön. Ach, das sieht schön aus. Schaut mal. Das sieht schön aus. Verpackung ist so. Ja, könnte auch wieder so Zuckerrohr sein oder so. Oh, die Farbe ist krass. Die Farbe ist krass. Das sieht sehr braun aus. Ja, hier auch im echten Leben. Okay. Lasst mich mal schauen. Tint. 24 Euro kostet das gute Stück. Hier sieht es viel heller aus, ne? Okay. Wir haben die Farbe Blumen. Okay, wie es oben drauf stand. Der Multi-Lip Cheek and Eye Stick ist ein wahrer Alleskönner. Er zaubert dir auf Lippen, Wangen und Augenlid einen umwerfenden Look. Zusätzlich pflegt er durch seine reichhaltigen feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffe, hinterlässt ein federleichtes Gefühl auf der Haut und besticht durch eine Farbtextur, die sich wunderbar aufbauen lässt. You deserve this, honey. Okay, also ich muss sagen, dazu mache ich euch vielleicht auch noch ein Video. Dieses Ding ist super für den Sommerurlaub. Wenn ihr sowas mal habt, spart euch das auch für den Sommerurlaub oder überhaupt für den Urlaub. Denn Liquids mitnehmen und so ist immer ein bisschen schwierig, ne? Flüssigkeiten im Flieger und so. Jetzt gerade habe ich nämlich versucht, alles, was geht, ins Handgepäck zu packen, weil ich nicht wusste, ob unser Koffer wieder ankommt. Spoiler, er kam an. Aber da ist sowas halt super praktisch. Ihr habt dann direkt ein Produkt für Lippen, Augen und Wangen. Und ich glaube, ich finde die Farbe doch gut. Also je länger ich sie mir, obwohl, oh, mal schauen. Ich weiß noch nicht. Sehr schön. Ich weiß noch nicht, ob der weiter wandert. Aber es ist schon eine coole Idee für den Sommer. Dann habt ihr was für die Lippen dabei, für die Wangen und für die Augen. Habt direkt einen Look, der gut zusammenpasst. Im Sommer ist es sowieso, finde ich, schwierig, sich zu schminken. Weil einfach alles irgendwie, wenn es zu warm ist, es zerläuft. Es ist einfach zu warm. Es fühlt sich nicht gut an. Ihr fühlt euch nicht gut. Da finde ich sowas richtig gut. So cremige Produkte sowieso. Und dann sparst du auch noch voll. Musst nicht so viel mitschleppen. Ne? Finde ich richtig gut als Sommerprodukt. Wirklich, wirklich gut. Erzählt mir mal, ob ihr da Lust drauf habt, dass ich euch erzähle, was ich im Sommer mit hatte. Und euch das einmal hochlade, was praktisch war, was nicht so praktisch war. Das fällt mir dazu noch ein. So, dann haben wir S. Oliver. Follow your soul. Das tun wir. Luxury Shower Gel. 75 ml Duschgel. S. Oliver riecht ja tendenziell ganz gut. Erinnert mich irgendwie an früher. Das ist, glaube ich, der klassische, frische. Ist das was Neues? Also, es ist irgendwie so ein klassischer. Es Oliver Duft. Weiß ich auch nicht. Also wenn es was Neues ist, dann ist die Grundnote dieselbe. Aber es riecht gut. Was haben wir hier drauf? Reinigt Ihre Haut sanft und bewahrt dank der speziellen Wirkstoffkombination natürliche Feuchtigkeit. Einzigartiger Duft von S. Oliver. Ja, das habe ich gesagt, ne? Ja, sehr cool. Wir haben hier 10,75 € für 75 ml. Adventures fill your soul. Ja, also Abenteuer füllen deine Seele. Das stimmt. Dieser Duft verkörpert das Gefühl von Freiheit, fruchtig frische Duftkreationen mit floralen Noten aus Rose und Magnolie, zitrischen Akzenten und warmen holzigen Noten vereint Power, Sinnlichkeit und Leichtigkeit. Also Rose ist da nicht viel. Das hätte ich gerochen. Das mag ich mich nicht. Oh, schön, wie jetzt hier die Sonne reinleuchtet, ne? Seht ihr es? Riecht gut. Riecht gut. Wird behalten.
Sehr schön, sehr schön. So, dann haben wir ein Refill Larisé. Refill 5 Milliliter. Larisé ist Parfüm, ne? Larisé. Refillable Travel Atomizer. Das ist tatsächlich so ein für euer Parfüm, so eine, wie heißt denn das? Reisegröße. Also, dass ihr das da reinfüllen könnt und 5 Milliliter von eurem Parfüm dabei habt. Meine Güte. Richtig cool. Ich muss halt sagen, ich bin jetzt gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. Jetzt kommen hier die, ich finde die Sonne gerade so schön, aber sie erwischt mich nicht, oder? Jetzt komme ich gerade aus dem Urlaub wieder. Heißt, für mich ist es gerade zu spät. Aber, oder ist sogar ein Duft drin? Okay. Heißt, da ist schon Duft drin. Und wenn er leer ist, könnt ihr da euren Duft reinmachen. Remove spray from the fragrance. Repeat refill in seconds. Okay, da gibt es also irgendwie... Ja, hier steht es nämlich sogar. Es ist in Flugzeugen im Handgepäck erlaubt. Also da gibt es irgendwie einen Trick, dass ihr das dann auf euer Parfüm macht, hochzieht. Ja, hier, tatsächlich, schaut mal. Das ist ja cool. Machst du das in dein Parfüm rein, ziehst das irgendwie hoch. Ich krieg das noch raus. Wird ja irgendwie noch eine Anleitung geben. Und dann hast du dein Parfüm dabei. In Gold. Richtig schön. Coole Idee. Refill. Aber welcher Duft ist denn jetzt hier drin? Richtig coole Sache. Sprays. 120 Pumpstöße. 5 Milliliter. Aber ich weiß nicht, was jetzt hier drin ist. Achso, es gibt Rosé und es gibt Gold. Okay, ich habe Gold. Dein neues Highlight für den Sommer. Egal, ob im Alltag, unterwegs oder für lange Partynächte, mit dem Larisé Refill Taschenflakon hast du deinen Lieblingsduft immer dabei. Befüllt ist dein Refill mit der Eigenkreation Larisé 190 Signature Number 1. Ein Duft, der Spaß, Spontanität und pure Lebensfreude ausstrahlt. Also all das, was du für deinen perfekten Roadtrip benötigst. Eine Farbe in deiner Box. Ja, okay, also wir haben rosa. Hier seht ihr das nochmal. Rosa oder Gold drin. Da seht ihr das. Ich habe Gold, finde ich super. Jetzt schauen wir mal, wie es riecht. Oh. Oh, das ist schön. Anders als ich sonst mag. Aber ist schön, oder? Immer so der erste Duft. Na, der erste Duft war frisch, aber edel. Es wird schwerer. Aber ist ganz schön. Also es riecht nicht nach kleinen Mädchen, ne? Also, wie klingt das? Oh Mann, es riecht nicht so girly-like. Also was ich am Anfang gesagt habe, dass die Pinkbox eher sowas für Mädchen ist und so. Es riecht schon schwerer und edel. Ja. Doch. Also es kommt, der verändert sich. Aber finde ich gut. Finde ich gut. Wie packe ich es denn jetzt wieder ein? Ihr müsst das ja sehen. Das finde ich mal echt eine coole Idee. Hätte ich auch gebrauchen können im Urlaub, aber ich hatte was anderes dabei. Erzähle ich euch dann hoch in dem anderen Video. Die Sachen wollen heute nicht stehen. Geht heute nicht. Ist zu warm. Sehr cool. Doch, finde ich auch gut. Dann haben wir dieses kleine Schmuckstück. Ist schon mal meine Farbe. Design ist auch toll, aber was ist es? Oh, die Sonne hier. Pre-Wash Hair Mask mit Minzöl. Okay. La Vie d'Amélie, also das Leben der Amélie. Eine Haarmaske vor dem Waschen, eine Haarmaske für vor dem Waschen mit Minzöl. Stärkt das Haar und gibt ein einzigartiges, geschmeidiges Haargefühl. 50 Milliliter haben wir hier drin. Ohne Mikroplastik, 100% recycelungsfähige Verpackung, mein QR-Code wieder nicht, 100% biologisch abbaubar, wasserfrei und vegan. Sagt mir so noch gar nicht. Also ich verstehe, aber die Marke und so sagt mir jetzt noch nichts. Wir haben 11,95 €. Das liegt mit dem Spiel, das Spiel mit dem Licht hier. Refresh your hair. Deine von salzigen Beachwaves durchzogene Haarmähne benötigt eine extra Portion Pflege. Das stimmt. Die natürliche vegane Pre-Wash Hair Mask gibt deinem Haar die Stärke und Geschmeidigkeit zurück, die es zum Beispiel durch die Umweltbedingungen oder Stress verliert. Angereichert mit wertvollen Inhaltsstoffen wie unter anderem Pfefferminz, Kokosnuss und Arganöl ist die Maske genau der richtige frische Kick für den Sommer. So sweet. Ich glaube, ich lasse es doch zu. Also bei Kokos bin ich raus. Minze kann, muss aber nicht.
Ich lasse es erstmal zu. An sich finde ich es ganz cool, weil ich tatsächlich jetzt nach dem Urlaub meine Haare. Oh Gott, Leute. Ich sag's euch. 2 Wochen Chlor und Salzwasser. Wir hatten ja einen Pool und dann waren wir auch am Strand und die fanden das nicht so cool, aber jetzt, die haben sich gefreut, als wir gestern wieder zu Hause waren, ich erstmal in die Wanne bin und sie dreimal gewaschen habe. Dreimal gewaschen, Haarmaske, dann Conditioner, ganz normal. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss sie richtig schön sauber kriegen. So, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Nach dem Urlaub ist das auch ganz cool. Dann haben wir, es geht weiter, es geht weiter. Huch, und es ist noch nicht das letzte Produkt. Ein Deo-Spray. Auch nicht schlecht. Deo-Spray, ich muss mal schauen, benutze ich halt aktuell gar nicht, sondern diese Deo-Roller mittlerweile. Dank Franka. Frankas Favorites hat mir einen empfohlen. Den habe ich dann auch Sassi weiterempfohlen. Ich habe mit Sassi nämlich ein Tauschpaket gemacht. Verlinke ich euch auch mal hier oben. Da seht ihr, welchen ich meine. Und das ist ein Spray mit Zink. Ein ganz normal klassisches. Ich muss mal schauen, ob ich es benutze oder es weiterwandert. Ich glaube, Deo kann jeder gebrauchen. Man muss nur gucken, wie man es verschenkt. Das kann auch komisch rüberkommen, ne? Das hier ist aber Zitrus- und Pfirsichduft. Das finde ich schön. Also, Duff finde ich ganz gut. Ja, ich informiere mich nochmal über. Doch, Duff ist ganz gut. Duff ist, meine ich, mich auch Peter zertifiziert. Steht hier irgendwo drauf? Steht hier nicht drauf. Das spricht nicht dafür, aber ich meine ja. Ich schreibe es euch nochmal rein. Und an sich nehme ich ein gutes Produkt. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Steht hier noch irgendwas? 2,49 Euro, 0% Aluminium mit Zinkkomplex. Ja, ist halt ein Deo. Ist halt ein Deo. Und dann kommt das letzte Produkt. Oh, was ist hier? Seht ihr das? Seht ihr das? Ja, ihr seht das. Die Box ist leer. Ich packe die mal zur Seite. Aber es ist keiner, ne? Nee, ist kein echter. Ist kein Original. Entschuldige ich bitte. Das Ding ist von Six und es ist Gold. Und ich stehe drauf. Das ist die Farbe für meine Haare. Ich finde es schön. Das ist nämlich so ein Pfirsichgold. Also es ist gar nicht Roségold. Oh, jetzt hier mit der Sonne ist eh nochmal was anderes, ne? Jetzt schimmert es richtig. Also so eine Mischung aus Gold und Roségold. Ich nenne es jetzt Pfirsichgold. So, meine neue Kreation. Oh, da hättet ihr einiges kriegen können, wenn ihr die Pinkbox bestellt. Ich zeige euch das mal. Also es gibt hier diesen großen goldenen, den ich habe, den großen braunen. Oh, oh nein! Was tust du denn? In großbraun, dann gibt es eine Haarspange, die ist so gar nicht meins, muss ich ehrlich sagen. So Leoprint bin ich raus. Oder drei kleine, auch nicht schlecht, das wäre auch cool gewesen. Dieses Haargummi, Gold oder Braun, kostet 1,99. Die Haarspange wären 3,99 gewesen, falls euch jetzt der Preis wichtig ist, dass ihr das so wisst. Und die drei kleinen wären auch 1,99 gewesen. Das finde ich ziemlich cool. Das gefällt mir. Ja, ist nichts Großes Besonderes. Kann aber jeder gebrauchen. Ich verliere immer meine Haarbänder, Haargummis, wie auch immer, Zopfhalter. Super, bin ich voll dabei. Von mir aus kann in jeder Pinkbox jetzt so eine Haargummi drin sein. Die kann ich immer gebrauchen. Sehr, sehr gut. So. Uns ist allen warm. Wir trinken noch einen Schluck. Und nun schauen wir nochmal. Unsere Pinkbox Roadtrip war das Thema. Ja, Roadtrip im Sinne von, wir waren unterwegs. Im Urlaub, ne? Also total praktisch. Super Riesenempfehlung von mir im praktisch und überhaupt dieses Cheek, Lip und Eye Stift Dingens. Sehr, sehr gut zum Reisen. Das passt perfekt zum Reisen. Super Idee, das da rein zu tun. Wirklich. So. S. Oliver Duschgel brauchen wir. Haarmaske. Ja. Nützt uns nur was mit Shampoo und Conditioner, aber ich bin froh, dass hier kein Shampoo und Conditioner drin ist. Also daher sage ich das jetzt nicht laut, ne? So, super cool, also doch echt coole Box. Jetzt fällt es mir mal so auf. Coole Box. Wir haben unser Parfüm für unterwegs, wir haben unser Make-up in einem Stift, wir haben Duschgel, wir haben was für die Haare, ein Deo ist auch dabei, das ist halt Geschmackssache, wer was für ein Deo mag, und ein Haargummi. Viel mehr braucht man nicht.
Wenn man jetzt mal ganz simpel ist, ne? Also ich hatte auch noch ein paar, also auch noch Serum und was für die Nacht und so dabei. Sonnenschutz, ja, okay, wissen wir alle. Aber an sich voll gut, oder? Was sagt ihr? Ich finde es echt. Es sind jetzt nämlich nicht nur Drogerieartikel, wie ich es am Anfang gesagt habe. Ich kenne die Pinkbox noch mit Balea, Rossmann, Essence und solche Sachen. Rossmann, wie heißt das? Isana? Aber jetzt sind hier echt mal auch andere Sachen dabei. Ich finde es voll gut. Ja, DAF ist auch aus der Drogerie. Und S-Oliver kriegt man da auch. Und Six, also, ihr wisst, was ich meine, oder? Ich finde es richtig gut. Ich finde die wirklich gut. Roadtrip passt zum Motto. Super toll. Wenn ihr die Box haben wollt, schreibt mir gerne auf Instagram, wie gesagt. Dann zahlt ihr 9,90 €. Hier ist der Gesamtwert, was ihr dafür kriegt für diese 9,90 €. Ich finde es total gut. Ich trinke mein Glas jetzt aus und gehe nochmal in die Sonne, weil die geht nämlich gleich unter. Dann schnappe ich mir die Kinder und gehe raus. So. Mutti hat jetzt genug Freizeit, ne? Also Licht aus. Und das war's. Passt auf euch auf und lasst euch nicht ärgern. Tschüss.